So, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge des T3AC2 Podcasts mit Wolfgang Unsold und Roman Palesitz. Ich habe gerade, ich starte mal ein bisschen mehr Enthusiasmus. Wow, was eine Folge letzte Woche, Leute. Wahnsinn. Großartig. Ja. Sensationell. Ja, ich begrüße zu meiner Rechten Roman. Roman weiterhin hier, wunderbar. Und Wolfgang. Thomas. So ein schönes Enthusiasmus raus. Nein, ich lasse den jetzt nicht abkochen. Und zwar, ich soll dir nochmal ganz liebe Grüße sagen, Roman, von Johannes Lukas. Ah, cool. Johannes kennst du, ne? Ja, kenne ich. Genau, kenn ich, ich ab und zu in Berlin. Der schwärmt von dir und deiner Arbeit. Ah, cool. Und der hat mir sehr viel erzählt über deine Arbeit mit Neurotransmittern, dem Braverman-Test. Beide nicken, Wolfgang nickt auch. Und ich glaube, dass ihr auch eben off-Mic ganz kurz angefangen habt, darüber zu reden. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kann man damit mal starten, oder? Ja, und zwar, wie gesagt, ich habe für meine Patienten immer ein Heft zum Mitschreiben. Und da hatte ich den Braverman-Test drinnen. Was ist der Braverman-Test? Das ist eigentlich ein psychologischer Test, der herausfiltert, mit welchen Neurotransmittern du fährst. Kann man das so ungefähr sagen? Fragebogen. So, ein kleines Stück nach vorne. Ja, gerne, sehr gerne. Ja, danke, so. Super. Und ich, für mich war das so dermaßen schlüssig, dass ich gesagt habe, ich möchte schauen, ob das auch irgendwie in die Physiotherapie hineinkommt. Und wir layouten das Heft und lassen 1000 Hefte produzieren. Und wenn die dann aus sind, wieder 1000. Das heißt, ich habe den Braverman-Test an 2000 Patienten ausgegeben. Und wir haben bei jedem Patient, haben gesagt, nach der ersten Therapie, füll den bitte aus. Und so gut wie jeder hat den gemacht. Jetzt tut mir leid, dass ich noch intervenieren muss. Was ist der Braverman-Test? Du hast gesagt, das ist ein psychologischer Test. Ist ein Fragenkatalog. Ist ein Fragenkatalog. Wie viele Fragen haben wir da? Weißt du auswendig? Roundabout. Ich schätze 52. Ja, so viele Fragen? Mehr, über 300. Und die beantworten, wie beantwortet man die? Nach nur Punkten? Ja und nein. Nur ja und nein? Ja und nein. Ah, okay. Ja, genau. Und da wird herausgefiltert, ob du schwerpunktmäßig ein Dopamin, Acetylcholin, Serotonin oder GABA-Typ bist. Und dementsprechend gibt es Zuweisungen, welche Bewegungsvorlieben der Patient hat oder der Kunde hat oder der Sportler hat. Und das echt Faszinierende war, dass bis auf 3 Leute, und die könnte ich noch namentlich nennen, sich jeder in den Test gefunden hat. Und zwar zu 100%. Ja, ich glaube, einen kenne ich oder einen weiß ich, wen du meinst, der ist nicht, weil Johannes es mir erzählt hat. Okay. Oder, ich kann so sein, dass Johannes Lukas diesen Test selber anwendet und er hat nämlich einen, Johnny heißt er, mit dem trainiert er, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, Johannes, falls du das hörst, der kann quasi alles. Der braucht keine Regeneration, da geht es ja auch um Regenerationszeiten und sowas, oder? Ja. Also es geht auch immer um Vorlieben. Bist du jemand, der da immer einen neuen Input braucht und eher der verspielte Typ ist? Bist du einer, der sagt, ich brauche 2 Übungen und die mache ich wie ein Uhrwerk? Bin ich der Mannschaftssportler? Bin ich der Short and Sharp und solche Geschichten? Und da, wie das funktioniert, das war unfassbar. Ja, also ich glaube, das ist ein Wahnsinn. Ja. Ich habe das sehr, sehr lange gemacht, also eben 2000 Patienten, und das war jedes Mal sensationell. Allerdings ist es eben so, was ich beim letzten Podcast schon gesagt habe, ich habe die Leute zu wenig lange, als dass es dann wirklich relevant wird für meine Therapie, weil es gibt gewisse Sachen, die müssen drinnen sein. Wenn jetzt ein Kreuzbandpatient kommt, der hat eine Hackerlisten und das muss einfach abgearbeitet werden. Egal, was da kommt, egal, ob der Dopamin ist oder Acetylcholin, da fährt der Eismann drüber. Ja, wenn der Dysbalance hat, dann ist mir scheißegal, was der, die muss die weg. Ja, wenn der fehlendes Körpergefühl hat, dann muss das weg. Also, es ist einfach so. Ja. Und dadurch, dass sich eben mein Klientel ein bisschen verändert hat, weil ich schon seit ein paar Jahren keine Profisportler mehr betreue, oder weniger, ja, oder sehr ausgewählte, hat sich das auch verändert jetzt. Und dann ist es halt so, dass die Grundphysiotherapie, die ich eh schon umgeändert habe, mit aktivem Training, aber da gibt es trotzdem Geschichten, die müssen sein. Deswegen mache ich das jetzt eigentlich nicht mehr. Allerdings kann ich echt sagen, von 2000 Leuten hat das zu 99,9% gepasst, wie die Faust aufs Auge. Also das war echt spannend. Und also ich kann es nur jedem Trainer, Personal Trainer und jeder, der mit Trainings zu tun hat, empfehlen, dass man das in sein Repertoire aufnimmt. Also das ist unfassbar, wie das funktioniert. Arbeitest du auch damit, Wolfgang? Ich arbeite mit neurotransmitterbasiertem Training seit 2009.
der Punkt, der Roman gemacht hat, beide Punkte, die Roman gemacht hat, sind on point. Der zweite Punkt ist der, der zu selten beachtet wird. Der Fragebogen ist eine Anamnese der Persönlichkeit. Und Persönlichkeit korreliert mit Neurochemie. Und aus trainingstechnischer Sicht reguliert Neurochemie, wie wir Intensität benötigen oder tolerieren, wie wir Variation benötigen oder tolerieren und wie wir Volumen benötigen oder tolerieren. Der eine kommt mit weniger Übungen oder mit nur einer Übung deutlich besser zurecht als der nächste. Das wäre so ein Punkt Variation. Dann der eine braucht grundsätzlich deutlich niedrige Wiederholungen, schwere Gewichte als ein anderer und so weiter. Das heißt, Persönlichkeit korreliert mit Neurochemie. Neurochemie hat einen Einfluss darauf, wie dein Nervensystem funktioniert. Und da Krafttraining und Training im Allgemeinen eine neuromuskuläre Geschichte ist, ist eine relativ hohe Korrelation da. Der größte Kriegpunkt oder das größte Missverständnis, um es so auszudrücken, ist, ab welchem Punkt ist es notwendig, Neurotransmitter-basiert Programme zu schreiben? Romans Punkt ist, egal ob du jetzt Dopamin, Acetylcholin, GABA oder Serotonin-Defizit, Dominanz hast, gegebenenfalls ein Defizit, am Anfang musst du XYZ machen. Gehen wir davon aus, Thomas möchte Anwalt werden, Roman Künstler und ich Sanitärtechniker. Wir alle drei gehen in die Grundschule. Wir lernen alles Gleiche. Wir lernen lesen, schreiben und rechnen. Dann gehen wir in die Mittelstufe, dann ändert sich das minimal. Da gibt es im Endeffekt in Deutschland gibt's drei Wege. Ich gehe von aus, in Österreich ist es ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie wir Schule haben. Okay. Ja, ja, natürlich. Ich habe gehört, ihr habt mittlerweile Internet. Richtig? Ja, aber erst kurz. Ja. Also, es wird, freut mich, dass die Technologie auch im deutsch-italienischen Grenzgebiet mittlerweile. Ja, genau. Und danach geht es deutlich weiter auseinander. Und der gleiche Punkt ist bei neurotransmitterbasiertem Training da. Du hast gewisse Typen, die müssen Übungen häufig wechseln. Der Dopamin-Typ ist klassischerweise jemand, der die Übung häufig wechselt. Wenn ich einen Anfänger habe, dann wechselt er die Übung nicht häufig. Dann macht er die Übung einen Monat, denn er muss dieses Bewegungsmuster lernen. Und der Dopamin-Typ braucht auch grundsätzlich schwere Gewichte. Wenn du ein Anfänger bist, dann machst du bei mir kein Kreuzheben mit 1 bis 3 Wiederholungen. Je fortgeschrittener du bist, desto wichtiger ist neurotransmitterbasiertes Training und desto größer der Unterschied, den es macht. Denn ob du zum Beispiel bei Kniebeugen 10 Sätze A3 machst oder ob du 6 Sätze A1 bis 3 machst oder ob du einen Trainingsplan hast, den du alle 2 Trainingseinheiten wechselst, macht einen riesen Unterschied auf hohem Niveau. Und zu identifizieren, was an einem fortgeschrittenen Zustand notwendig ist in puncto Intensität, Volumen und Variation, ist entscheidend, um mit fortgeschritteneren Trainierenden zuverlässiger Fortschritt zu machen. Und da macht es tatsächlich einen Riesenunterschied. Also Beispiel jemand, der GABA-dominanter ist, toleriert einfach wenig Volumen. Das sind so Personen, denen gibst du 5 Sätze und nach dem 2. Satz ist so die Frage, so wie viele Sätze noch? Und es ist so 3 und so, oh. Hm? Während zum Beispiel so jemand, der Serotonin-dominant ist, toleriert sehr viel Volumen und da hast du jemanden, der kann sowas da machen wie 20 Sätze A10. Während andere Typen, die kommen mit so viel Volumen und so wenig Pause einfach nicht zurecht, der Typ kommt es. Und das kannst du ins ins Programmdesign sehr gut einfließen lassen. Das Schöne ist, bei den Persönlichkeitstests oder beim Braverman Assessment, man erkennt sich sehr schnell wieder, denn der Fragebogen ist genau genommen ein Fragebogen der Persönlichkeit. Diese Persönlichkeitsanamnese korreliert mit der Neurochemie, das heißt mit Neurotransmitter-Dominanzen und auch mit temporären Defiziten. Also du hast 2 Arten von Fragen. Das sind 8 Abschnitte. Die ersten 4 Abschnitte sind die genetische Dominanzen. Das ist mehr, wie funktioniere ich grundsätzlich kognitiv? Und dann hast du die zweiten 4 Abschnitte oder den zweiten Abschnitt mit 4 Teilen. Das ist, okay, wie funktioniere ich aktuell? Ja. Jetzt wäre meine Frage, wenn das ja ein Fragebogen ist, ab welchem Alter kann man damit arbeiten? Weil eigentlich wäre es ja total spannend, wenn man relativ früh schon sagen könnte, okay, irgendwie sehe ich euch beide schmunzeln, ich verstehe den Gag noch nicht, aber... Du hast den Fragebogen noch nicht gemacht. Okay. Ah, okay. Das sind ein paar spannende Fragen dabei. Okay. Weil es wäre ja theoretisch auch spannend zu wissen, weiß ich nicht, dein Kind ist Leichtathlet und macht vielleicht nicht so viel Sinn. Also oder macht das Sinn, ihn zu fördern für... Langstrecke oder Kurzstrecke, wobei natürlich am Anfang musst du die Grundschule besuchen, am Anfang spezialisierst du ja eh noch nicht zu früh, aber ihr wisst, was ich meine, es wäre ja schon früh, wenn man relativ früh wüsste, in welche Richtung das Kind geht oder welche Qualitäten es mitbringt. Was ist die dreckigste Frage, Roman, in diesem Fragenkatalog? Sexuelle Vorlieben, glaube ich. Ja. Ja.
Oder also kann man schon ab 13 anwenden in Ostdeutschland, oder? in England sogar ab 9. Ja. Oder experimentierfreudig, ja. Sexuell experimentierfreudig ist auch dabei. Ja. Und hey, aber das ist es dann zum Ankreuzen? Ja oder nein? Ja, aber die können doch nicht alles aufzählen. Dreier, Vierer, Fünfer, ist ja Berghain, nein. Gangbang, vorn rein, hinten rein, oben rein, also, oder? Ist nein, richtig ist oder falsch? Die Antwort. Also du kannst nichts, du musst keine Liste für aufschreiben, genau. Sondern du musst entweder sagen, ist richtig oder ist falsch. Aber schön, was du alles kennst. Also. Ich glaube, ich bin hier der harmloseste. Nein, ja. Der Test ist gut. Ich weiß nicht, wie du da Feedback hattest. Du hast den Riverman Assessment, du hast ins Deutsche übersetzt. Ja, es gibt ja mir auf Deutsch genauso zum Downloaden. Ja, ich habe den damals... Den gibt es zum Downloaden? Ja. Ah, okay. Damals gab es ihn noch nicht. Ich habe ihn damals ersetzt. Ich habe ihn damals übersetzt und etwa 10% der Fragen verändert. Mhm. Den von mir habe ich dir auch mal geschickt. Ja, ich glaube. Vor 2,5 Jahren. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ein paar Fragen da etwas geändert sind, weil ein paar Fragen funktionieren auch im Deutschen bei weitem nicht so gut wie im Englischen. Dementsprechend, das, was ich verwende, basiert auf der Arbeit von Dr. Braverman. Aber etwa 10% der Fragen sind geändert, gehen aber in die gleiche Richtung. Das heißt, das Ergebnis ist ein gleiches. Und gibt es denn vielleicht in irgendeinem Blogbeitrag oder so noch bei dir zu finden? Wie findet man, also wir reden jetzt über diesen Braverman-Test, wie findet meinen man den? Also, ja? Meinen gebe ich grundsätzlich raus. Ich habe ein Neurotransmitter-Seminar, das ich einmal im Jahr gegeben habe, in den letzten Jahren. Ab dem nächsten Jahr ist es Advanced Neurotransmitter und besteht aus einem Online-Teil, YPSI Online Modul E, das jetzt schon online ist, und dann einem Praxistag, wo man quasi die Online-Vorlesung hat zur Vor- und Nacharbeit und dann im einen Praxistag noch den Übertrag in der Praxis besser besprechen kann und natürlich auch der Dialog da ist mit Rückfragen zur Anwendung. Wie wende ich das tatsächlich an? Also Training ist eine kleine Komponente davon, wie ich ihn anwende, denn gerade diese Defizite haben einen großen Effekt auf dein Energielevel und vor allem auch deinen Schlaf und dementsprechend auch Compliance in Umsetzung von Ernährung, Umsetzung von Lifestyle, Umsetzung von Training. Geht es aber in die Richtung, hatten wir auch mal im Podcast mit diesen Persönlichkeitstests, ne, mit diesen Farben, blau, grün, rot, der gelb. Wir hatten über DISC gesprochen. Was meinst du? Über den DISC-Test. Wir hatten auch, ich weiß nicht mehr, wie der Test anders heißt. Genannt, aber es ist fast identisch mit dem DISC-Test. Ja. Dieser, das Lustige ist bei so Persönlichkeitstests, die meisten haben 4 Typen. Ja, genau. Und viele sind ein bisschen mehr aufgesplittet oder ein bisschen enger, aber dieser Persönlichkeitstest im Sinne von Braverman Assessment legt sich exakt über alle anderen Typen. Also zum Beispiel Enneagram, was unter anderem vom CIA fürs Zusammenstellen von Teams benutzt wird, hat 8 Typen. Aber du kannst sie im Endeffekt kopieren in diese Neurotransmitter, denn deine Persönlichkeitstyp ist abhängig von den einzelnen Neurotransmitter-Dominanzen. Also diese Tests finde ich spannend und findet auch in Firmen findet es Anwendung, wie du gerade sagst, auch beim FBI oder CIA dafür Teambildung. Mhm. Ich weiß, dass es bei Merck in Darmstadt haben gewisse Mitarbeiter, also ab gewissen Ebenen, die haben sie Namensschilder an der Tür mit Farbkreisen und die Ausprägung der Farbkreise zeigt, okay, der Mensch in dem Raum ist sehr rot, also ist sehr laut, dominant und alle Eigenschaften, die damit einhergehen. Das finde ich schon spannend, weil das natürlich im Umgang wenn da jetzt ein Roter sitzt, also bei Rot sagt man, okay, der ist eine Führungspersönlichkeit und so weiter, da gehe ich nicht rein und unterhalte mich so, und wie war das Wochenende? Alles gut, Roman? So, das braucht diese Person nicht. Also es ist schon spannend und ein Fußballverein beispielsweise verstehe ich nicht, warum da nicht mehr mitgearbeitet wird. Weil allein bei der Ansprache vom Trainer an die Mannschaft, ich glaube, Jürgen Klopp macht das intuitiv sehr, sehr richtig, dass er alle abholt, aber wenn du nur in eine Richtung gehst, holst du ja auch nur einen gewissen Anteil der Mannschaft ab. Wenn du sagst, auf geht's Männer raus und jetzt kämpfen wir bis aufs Blut, Zentimeter für Zentimeter, da sitzen 3 Anteile von 4 da und sagen, das ist die primitivste Ansage, die ich gehört habe, und der Rote sagt, jawohl, jetzt geht's los. Ne? Also deswegen, das ist schon spannend. Wie setzt du den aktiv immer noch ein? Du sagst, du hast dieses Büchlein. Jetzt eben nicht mehr. Ja. Warum? Weil eben das bei mir die Leute in der Grundschule sitzen. Ah ja, okay. Ja, und bis sie dann weiterkommen, sind sie einfach zu 99% schon weg. Ja. Ja. Und die dann doch ein bisschen länger bleiben, die sind ja eigentlich nicht mehr in der Physiotherapie bei mir. Die kommen einfach, weil sie nicht bei mir taugt. Also ich habe jetzt einige schon gehabt in der Corona-Zeit, weil Physiotherapie einfach offen war und Fitnesscenter sinnloserweise zu. Ja. Und die haben halt quasi bei mir trainiert. Unter dem Deckmantel der Physiotherapie. Also wir haben schon die Physiotherapie gemacht, natürlich. Und da haben wir natürlich dann schon ein bisschen in die Richtung gehört.
Wobei man ja sagen muss, wenn einer Erfahrung hat, der geht ja eh in die Richtung. Der holt ihn ja eh ab. Aber das war dann halt nochmal, dass du wirklich untermauert hast. Und was mich so fasziniert hat, ist, dass das bei den 2000 Leuten, und 2000 ist jetzt nicht wenig, ja, wie das korreliert hat. Also das war echt spannend. Und meine Grundidee war, ich möchte es in die Therapie rein, um eben dann den Typen zu sagen, pass auf, du kriegst halt jetzt nur 2 oder 3 Übungen oder du kriegst 15 verschiedene oder du hast halt nur 3 Sätze oder 20 Sätze oder. Nur wie gesagt, das tut mir ein bisschen leid, aber ich bin nicht so weit gekommen. Ja, bei mir ist einfach Grundschule, vielleicht noch ein bisschen Mittelschule und dann sind die Leute leider weg. Die Wertigkeit ist nicht hoch genug einzuschätzen. Also ich bin da echt komplett, also ich war echt jedes einzelne Mal baff. Ja. Und selbst die Sekretärin, die war komplett baff, weil die da ja mit oft beim Gespräch dabei war, weil man einfach weil du weißt, das bei uns ist es eher offen, dazugehört hat und gesagt, das gibt es ja nicht, dass das schon wieder passt. Und dann haben wir schon die Leute eingeschätzt ungefähr und es gibt natürlich auch Mischformen, ja, also das, was die einen mit 8 Abteilungen haben, dann hast du halt eine Mischform zwischen dem und dem. Und das war echt unglaublich und ich glaube einfach, dass da kein Weg vorbeiführt. Und wie du eben sagst, ja, selbst an der gleichen Position in einer Mannschaft gibt es unterschiedliche Typen. Ja, ja. Und das sollte man 100%. Herausfiltern und dann auch dementsprechend das Training gestalten. Ja. Es ist einfach so, ja. Und da wird, glaube ich, in meiner Meinung nach viel zu wenig Wert drauf gelegt. Apropos wenig Wert drauf gelegt. Was hältst du von Sternzeichen und Aszendenten und so? Weil da legt der Wolfgang relativ wenig Wert drauf. Aber da kann ich sagen, da habe ich einen Nagel mit dem Kopf getroffen, ey. Nächste Frage. Hör dir mal die Folge an. Ich weiß nicht, wie das war. Aber da habe ich Wolfgangs Sternzeichen vorgelesen. Mhm. Und es war, als hätte Evelyn diesen Text geschrieben. Hat Evelyn diese Folge mittlerweile gehört? Nein. Ich halte nichts davon. Okay. Wir haben zwei Musikkabarettisten, die sehr gute Freunde sind, der Otto Jaus und der Paul Pizzerra. Und die machen Musikkabarett und sind so die Durchstarter in Österreich und haben sehr, sehr viel Humor in der ganzen Geschichte. Und dann sagt der Paul Pizzerra in einer Anekdote, wir haben die Gerda Rogers, die ihm immer dieses Sternzeichen macht. Ne? Und sie sagt, naja, Sternzeichen in allen Ehren, aber die Gerda Rogers hätte zumindest einmal sehen können, dass die Ehe nicht hält, weil die ist dreimal geschieden. Ja. Also die Spezialistin für Sternzeichen in Österreich ist dreimal geschieden. Und der Paul Pizzerra sagt halt in seiner Ding, naja, in allen Ehren, also sie hätte zumindest einmal erraten können, dass das nicht funktioniert. Ne? Ja. Das trifft es eigentlich, meine Idee davon. Wolfgang, du hast Themen vorbereitet gehabt. Achtung, liebe Leute, jetzt auf YouTube. Ihr könnt auf YouTube schauen und in dem Moment nutzen, in dem Wolfgang seinen Einkaufszettel rauskramt, möchte ich nochmal ganz kurz das Buch von Roman vorstellen und Schmerz beiseite. Ihr seht es bei YouTube. Schaut mal bei Amazon vorbei. Ich habe es schon gesagt, die erste Hälfte der Charge war schon weg. Deswegen lieber eins bestellen. Roman, in 3 Sätzen, worum geht es in dem Buch? Das kann man in 4 Sätze. 4 Sätze. 4 Sätze. 5, ja. Mach 5 Sätze draus und erklär noch, warum da die ganze Zeit ein Gorilla durchs Bild läuft. Also bei einem Gorilla gibt es 2 Geschichten. Meine Geschichte ist, er ist einfach da. Okay. So. Und das ist so geil. Christian Kugler, der das Buch zu einem Buch gemacht hat, man merkt es nicht jetzt so, der Literat und Schriftsteller, das heißt, er hat wirklich sich verbogen, nach Strich und Faden aus meinem Deutsch wirklich ein Buch zu machen. Also danke an dieser Stelle. Und er hat da auch so eine Idee um den Gorilla gemacht. Es geht darum, es ist also mein Lebensweg drinnen, vom Büromaschinenmechaniker, Schreibmaschinenmechaniker zum Physiotherapeuten und wie das war mit meiner Kündigung damals und dass ich dann halt einen Weg gefunden habe. Und es sind 6 Kapitel mit Körperabschnitten und das in meinen Augen Besondere ist, dass es halt da wirklich Patientengeschichten gibt, die echt sensationell sind. Also wirklich aus 20 Jahren die 6 sehr besondere Sachen. Und mit den häufigsten Verletzungsmustern oder Problemfeldern. Und 3 Themen, eben was macht der Ballesitz, also was macht der Physiotherapeut, Selbsthilfe und Prävention. Sowohl mit Übungen wie auch mit manuellen Techniken. Für alle sehr leicht umzusetzen und das Ganze mit Bildern illustriert. In einem wunderschönen Gebiet in Österreich, in Niederösterreich auf der Rax, weil ich alles wollte, nur keine Studiofotos. Ich finde es bei jedem
Buch so dermaßen Vaters im Hintergrund ist, ne, weiß, ich wollte da ein bisschen Leben reinbringen. Und dann dazu, wir schauen jetzt niemanden an, und dazu Video. Ja. Und zwar mit dem QR-Code, das ist genau diese Übung, die zuerst beschrieben wurde. Das ist cool. Illustriert mit Fotos und dann eben nochmal erklärt im Video und nochmal vorgezeigt. Ja. Und das ist so das, was halt das auch den Aufwand dann ausgemacht hat. Und ich glaube, das kommt ganz sehr gut. Sehr cool. Also, eine absolute Empfehlung. Wir haben immer reingeguckt und schaut euch an bei Amazon. Wolfgang, was macht der Einkaufsliste? Einen kurzen Zwischenpunkt, und zwar habe ich einen Aufruf. Oh. Ich bin ja in einem Monat in Amsterdam für ein Seminar und das Studio, wo ich das Seminar halte, der hat mich jetzt angeschrieben, ob ich ihm einen Trainer empfehlen könnte, der Interesse hat, einen Vollzeitjob in Amsterdam in einem PT-Studio anzunehmen als Trainer. Das heißt, ein A-Lizenz-Trainer, der hier Ausbildung gemacht hat, der in Betracht zieht, nach Amsterdam zu ziehen für einige Jahre und dort Vollzeit zu arbeiten. Und ich dachte, bevor ich da einen Social-Media-Post mache, einfach kurz hier im Podcast, wenn jemand die YPSI A-Lizenz abgeschlossen hat, ein Interesse hat oder an dem Punkt in seinem Leben ist, wo er sich vorstellen kann, in Amsterdam zu leben, ist aus meiner Sicht eine der, wenn nicht sogar die schönste Stadt Europas. Neben Wien. Eine der schönsten Städte Europas. Okay. Und dort in einem wirklich wunderschönen Studio, direkt in der Innenstadt an der Kaiserskracht zu arbeiten. Ein cooles Gym, sind aktuell 4 Trainer. Sie suchen weitere Trainer. Sehr gerne bei mir melden. Keine Social Media Nachricht. 80%, 90% davon lese ich nicht. Gerne eine E-Mail. Die YPSIA-Lizenz abgeschlossen haben, haben die E-Mail von unserem Office. Gerne kurze E-Mail schreiben. Von mir aus gerne direkt den Lebenslauf dazu Office auf Englisch. Ja. In der zweitschönsten Stadt Europas. Ja, musst du nicht sagen. Das war jetzt einfach nur gegessen. Ja, ist richtig gegessen. Und dann leiten wir das sehr gerne weiter. Würde mich freuen. Also wenn ich überlege, vor 15 Jahren, irgendwie 20, wenn du noch nicht örtlich gebunden bist, Amsterdam ist jetzt die zweitschönste Stadt Europas. Darmstadt. Nach Wien. Und Darmstadt ist die schönste Kleinstadt Europas. Dankeschön. Bitte. Ja. Wusstest du, dass bei TripAdvisor, bei Nummer 1 Restaurant in Darmstadt, das Sanremo gelistet ist? Das ist wirklich so? Keine Ahnung. auf jeden Fall an der Stelle ein Aufruf. Und dann würde ich gerne das Buch aufgreifen. Ein großer Punkt auf meiner Liste ist das Thema Lernen, Lernen. Und in Romans Vorwort, also ich kannte deine Geschichte nicht, ich wusste nicht, dass du Schreibmaschinenmechaniker warst und so zur Physiotherapie gekommen bist. Ja. Und ein Punkt da auf dem Weg war, dass du quasi nie gelernt hast, wie man lernt, was auf einen großen Prozentsatz der Bevölkerung zutrifft und quasi für dich so ein Riesenschritt war, zu lernen, wie man lernt und so auch deine Begeisterung fürs Lernen kam. Ganz genau. Ja, und dass da der Professor einer der war, die den größten Einfluss hatten auf deine berufliche Karriere. Ja. Und dann ist mein Punkt, wie hast du gelernt, lernen zu lernen? Also da der Dr. Peter Theuerl. Also um es jetzt kurz zu machen, also ich war eben in dieser Studienberechtigungsprüfung für Medizin. Das heißt, um Physiotherapeut zu werden, braucht man eben Abitur oder Matura, wie es bei uns heißt, oder ein Äquivalent Studienberechtigungsprüfung. Und dann habe ich gedacht, naja, Matura dauert 2 Jahre, also ich möchte das gezielgerichtet und ich weiß ja ganz genau, ich möchte Physiotherapeut werden. Und da gibt es eben die Studienberechtigungsprüfung für Medizin. Und ich habe mich dort angemeldet und das erste war halt Anatomie und Chemie und bei der ersten Wahl haben wir gedacht, also hochgerechnet muss ich werden 228 Jahre, bis ich die erste Prüfung schaffe, weil ich habe für die Vokabeln und das habe ich gebraucht ewig. Es ist nicht in meinen Kopf reingegangen. Und nach 14 Tagen war ich so verzweifelt, dass ich gesagt habe, kann man das aufzeichnen? Das geht nicht. Ja. Und bin relativ verzweifelt und schaue bei diesem Blackboard in der Schule und da steht Lernen zu lernen mit Dr. Peter Theuerl. Und ich habe mir eh schon wurscht. Ich setze mich da rein und mache halt. Ne? Und auf einmal habe ich so große Ohren gehabt, weil der hat einmal angefangen, wie das Hirn funktioniert und wie viel man sich auf einmal merkt. Und das war genau mein Thema. Ja? Und wir haben einen Test gemacht vorher mit 30 Vokabeln und wie viel merkt man sich? Und ich habe gemerkt, 3-4 Vokabeln von den 30. Und dann habe ich gedacht, was für ein Idiot bin ich? Das gibt's ja nicht. Ne? Die anderen waren nicht viel besser. Und dann hat er erklärt, warum und wieso. Weil man sich eben nur 7 plus minus 2 sogenannte Chunks, Lerneinheiten auf einmal merkt. Alles, was drüber geht, geht nur mit Mnemotechniken.
mit Lerntechniken. Und die hat uns dann die 2 Tage lang beigebracht. Und das war super spannend. Auch wie lange man lernen sollte. Auch wann man eine Pause machen sollte. Und dadurch, dass ich ja überhaupt kein Konzept hatte. Also ich war Volksschule, dann Hauptschule, das ist, weniger geht nicht. Ja. Einfach, du wiederholst was und wenn was hängen bleibt, bleibt es hängen und man wird schon durchkommen. Mehr war es nicht. Ja. Und ich habe 0,0 Konzept gehabt. Und ich habe das gefressen natürlich, das war für mich ein Wahnsinn. Und ich bin heimgegangen, habe das angefangen umzusetzen und auf einmal hat das Spaß gemacht. Auf einmal hat das wirklich Spaß gemacht zu lernen und Wissen sich anzueignen. Und das Spannende war nach, weiß nicht mehr, so 2, 3 Monaten, sage ich zum Peter, also wir waren da alle per Du in dieser Schule, du darf ich da was zeigen, mache ich das so richtig und gebe ihm halt so meine Unterlagen mit diesen Mnemotechniken und Lerntechniken. Und der hat große Augen gehabt, sagt, bitte komm in meinen nächsten Kurs und berichte halt wirklich von der Praxis, wie du das umgesetzt hast. Und da habe ich dann angefangen zum Lernen und das hat dann so Spaß gemacht, dass ich dann richtig so ein bisschen süchtig geworden bin drauf. Und das habe ich dann nachher mitgetragen in die ganzen Fortbildungen. Und ich habe ja schon weit über 200.000 Euro für Fortbildungen ausgegeben. Da bin ich so richtig rein, weil man dachte, Leiwand, und das möchte ich jetzt mit denen kombinieren und. Und das war so richtig spannend. Und ich kann mich heute noch an Sachen von der Ausbildung erinnern, weil diese Mnemotechniken und Lotsi-Techniken ist ja, du verbindest Neues mit dem, was du schon hast. So humorvoll, wie es geht. Oder irgendwie mit Geld verbindend oder mit Sexualität verbindend. Das sind die 3 Hauptdinge. Also was dir Spaß macht, Basketball, Radfahren, Essen. Ja. Dann Sexualität, also wir zwar, du jetzt nicht mehr so. Und, ich auch so, ja. Und Geld halt. Also Überleben in unserer heutigen Zeit. Ne. Und wenn du was Neues mit diesen 3 Themen verbindest, das noch auf humorvoll mit dem, was du schon weißt, dann brauchst du keine Speichereinheit, keinen Junk mehr. Ja. Und so funktionieren auch die Geisteskünstler, die sich urviel merken. Und das trainiert man genauso. Ja, also am Anfang merkst du da halt 15 solche Eselsbrücken, ist ja nichts Böses dabei. Dann werden 20 daraus, dann 30 und auf einmal lernst du. Und du denkst, wie cool ist das? Machst urviele Pausen, weil dein Hirn kann sich nur 15 bis 45 Minuten konzentrieren, dann nimmt sie sich die Pause von alleine. Ja. Das heißt, es macht null Sinn, diese Doppeleinheiten in der Grundschule, wenn man keine Pausen einbaut. Ein guter Pädagoge macht die automatisch, weil der sieht, die Kinder driften ab, lässt das Fenster aufmachen oder erzählt irgendeine Geschichte von daheim oder was auch immer. Aber zu erwarten, dass man jetzt eine Doppeleinheit hat und da keine Pause macht, ist sinnlos. Das ist, das ist das Feedback, was mich erreicht, weiß, wie es dir geht, von dem neuen Podcast-Konzept von Wolfgang und mir, dass die Leute sagen so, ey, eine Stunde Podcast, davon ist wirklich nutzbarer Content, der dich als Trainer oder Therapeut weiterbringt, kommt auf die Folge an, zwischen 15 und 40 Minuten. Ja, super. Und zwischendrin kommt immer eine lustige Anekdote oder ein bisschen Scheiß, der es auflockert. Und das macht es einfach konsumierbarer. Ne? Also, genau. Und mir macht gar keinen Sinn. Infotainment, ja. Ganz genau. Ja. Ja. Mir ging das genauso. Also ich war jetzt auch nicht der Überflieger in der Schule. Ich habe Fachabitur mit 3,7 runtergerissen. Ich war so selten in der Schule, Roman, dass ich nicht mehr zu meiner Abi-Verleihung gegangen bin. Dass die Schule nicht mehr gefunden hast. Ja. und dann... ich hatte einen guten Herr Herrmann, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt hatte, Mathelehrer, der mich irgendwann beiseite genommen hat und gesagt hat, Thomas, du bist so scheiße in Mathe, was willst du später machen? Und ich so, weiß ich nicht, so, irgendwas mit Mathe? Und ich so, nein, Herr Herrmann, so, dann ist gut, dann gucke ich, dass du hier durchkommst. Ja. Und dann hat er mich mit 4ern immer durchgeschoben, vielen Dank, Herr Herrmann. Und ich habe nie in meinem Leben gelernt. Also ich habe Freunde gehabt, die haben mit 1-0 Abi gemacht und die sind danach Work and Travel nach Australien, die waren wirklich exhausted nach dem Abi. Und ich war so, echt, das war's jetzt? Also so, gut, Fachabi, hat mich keinerlei Anstrengung gekostet. Und dann saß ich auch da, habe Physiotherapie-Ausbildung angefangen. Und die Physiotherapie-Ausbildung ist vom Intellekt, der abgefragt wird, gar nicht so hochtrabend. Aber das Volumen ist halt Wahnsinn, viel. Ja. Also du musst mega viel lernen. Es ist gar nicht so kompliziert, aber es ist einfach sehr, sehr viel. Und ich habe auch noch nie gelernt und habe mich hingesetzt und habe, ich weiß noch, das erste Blatt Anatomie. Ich bin nach Worms gezogen, wo ich die Ausbildung gemacht habe und habe gesagt, okay, Thomas, ab jetzt muss ich das ändern. Das ist ein neuer Lebensabschnitt. Du möchtest das jetzt wirklich machen. Du musst jetzt dich hinsetzen und von Anfang an mitlernen. Habe ich am ersten Tag nach meiner Ausbildung da gesessen, wir hatten Anatomie, hatten einen Oberschenkelknochen, den Femur und der hat irgendwie, weiß ich nicht, 17 Knochenpunkte. Mhm. Und diese 17 Knochenpunkte wollte ich an einem Tag lernen. Ich glaube, ich habe 4 Stunden da gesessen. Wirklich. Und ich bin verzweifelt. Dann kam irgendwie eine Woche später das Becken und es waren noch mehr Punkte. Und dann fängst du an, wirklich zu verzweifeln. Ich war wirklich
traurig, wütend, du durchlebst alle Emotionen, weil dein Gehirn checkt es nicht, aber du willst es so gerne. Und ich musste auch lernen zu lernen und mein Gehirn überhaupt erstmal neu konditionieren, Dinge aufzunehmen. Und die Erfahrung habe ich auch ganz oft in meinem Studium gemacht, ich habe nochmal Sportwissenschaften studiert, wenn es zu einer Lernphase kam, der Bibliothek, du hast dir irgendwie 4 Monate im Studentenleben den Kopf abgeschraubt und dann kam die Zeit, wo es hieß, so jetzt muss gelernt werden und das habe ich schon immer sehr ernst genommen, bist in die Bibliothek gegangen und hast von einer Lernperiode von 6 Wochen in den ersten 3 Tagen gar nichts mitgenommen. Du bist frustriert aus der Bibliothek, gar nichts mitgenommen. Und das ist irgendwann unnötig, irgendwann kommt dein Gehirn rein und dann macht es wirklich Spaß. Dann sagst du, okay, ich wiederhole das von gestern, geil, weiß ich alles. Ich wiederhole das von vorgestern, geil, weiß ich. Also dann macht es richtig Spaß. Ja. Und du hast Speedreading gemacht. Hast du auch solche Lerntechniken angewandt? Bewusst. Sorry, ja, tu nicht. Bewusst nicht, unterbewusst ja. Wie lernst du? Oder merkst du es? Du wirkst auf mich wie jemand, der sich sofort merkt, liest und merkt. Das kommt darauf an, was. Ich hatte lange Zeit große Probleme mit Namen. Und aber du bist mega gut in Namen. Aber Peter, ich genauso. Ich bin gut in Namen. Warum? Und zwar habe ich angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten. Und es ist natürlich, du schreibst Leuten Pläne und wenn du dann irgendwann sie wieder siehst nach ein paar Wochen und sie fragst, wie läuft es, ist natürlich deutlich einfacher, anzusprechen, so, hey Thomas, was macht der neue Plan? Während du so keine Ahnung hast, dass der Thomas heißt und dann gehst du hin als Trainer und ist so, und wie läuft der neue Plan? Na, so, das ist immer, mit Namen anzusprechen, ist automatisch so, was? Okay, der erinnert sich noch. Ja. Und dann war mein Ding so, okay, wie rede ich mit den Leuten, wie komme ich ins Gespräch, ist immer relativ einfach mit dem Namen ins Gespräch zu kommen. Und dann war mein Ding so, okay, dann muss ich die Namen wissen. Aber ganz kurz, ich weißt du, wie Wolfgang ins Gespräch kommt mit Namen? So beginnt er nämlich jeden Podcast einfach nur, indem er sagt, Thomas. Also ich stelle mir Wolfgang im Fischchen vor, Michael. Oder ist Michael gezwungen, Gespräche anzufangen? Ja, genau, super. Ja, sehr gut. Und dann habe ich mir im Endeffekt den Namen gemerkt, sodass ich da mit den Leuten ein bisschen connecten kann. Und dann war das relativ schnell so, dass ich einfach den Vornamen von jedem auf dieser Fläche kannte. Und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen, jetzt auch bei Seminaren. Also wenn du mal ein paar Tage Seminare hier besucht hast, dann kenne ich deinen Namen mit 99%iger Wahrscheinlichkeit für die nächsten paar Jahre. Im Endeffekt, was ich mache, ist, ich habe eine Eselsbrücke. Also manche Namen kannst du dir super einfach melden. Wieder dort, ne? Die Eselsbrücke ist, also zum Beispiel Nemo, das ist so ein Klassiker. Mhm. Welche Eselsbrücke ist es bei Nemo? Der Fisch. Findet Nemo. Ja. Das ist dann so, okay, findet Nemo. Und so habe ich Eselsbrücken. Bei manchen Leuten, die sind so, die haben irgendein Merkmal, da weiß ich sofort, okay, das ist Michael oder das ist Stefanie. Und bei anderen, vor allem auch die weniger Fragen stellen, die weniger reden, ist trotzdem wichtig, dass ich den Namen habe für den Fall das. Mhm. Und dann baue ich halt irgendeine Eselbrücke, dass ich weiß, okay, du bist der oder du bist der ein Gym am Bodensee hat, wo ein Kaffee drin ist. So, okay, das, ne? Und wenn du dann 3 Jahre später so mir eine E-Mail schreibst und hey, ich war, dann weiß ich, ja, ich kann mich erinnern, du warst. Mhm. Ja. Da bist du mega gut drin. Da bist du wirklich. Aber es rein trainiert. Also das ist nichts. So Fun Facts mir zu merken, da brauche ich keine Eselsbrücke, das ist drin. Also so Häppchen, zum Beispiel das, was du in der Schule lernst, was ja primär so entweder konzeptionelles Verständnis ist oder so Wissenshäppchen, das ist keine große Hürde für mich. Da habe ich auch nie irgendwie, also ich muss es nicht lernen, das war einfach für mich so. Aber das Namending ist was für mich, das war dann okay, war einfach Arbeit, dass es mir meine Arbeit auf der Fläche einfacher macht. Weil einfach, es gibt wenige Wege, die so effizient sind, mit jemand 100%. Persönlich zu connecten, ist zu sagen so, und Roman, was macht dein Knie? Und Roman ist so, mit dem habe ich vor 3 Monaten geredet. Ich hab nix am Knie, Wolfgang. warum kann sich der nur erinnern, dass er was an, ne? Das ist fucking so awesome. Also Wolfgang steht auch manchmal hier, also als du Seminare hast, und macht die Tür auf und begrüßt wirklich am laufenden Band Leute mit Namen. Hallo Michael, Steffi. Wirklich, da sind viele Leute schon schwer beeindruckt gewesen. Vielleicht auch ein guter Tipp für alle Trainer auf der Trainingsfläche, die Personal Trainer sind und immer wieder mit der Kundenakquise haben. Käffchen trinken, Namen wissen. Das ist wahrscheinlich ein mega guter Zugang. Ja. Und dann war es eben auch die Eselsbrücke. Ja, weil das für mich die Namen. Aber das ist ja genau das, lernen zu lernen. Und das, genau. Und da gibt es ja auch dieses Buch von Metznik und Schuster, Lernen zu lernen. Das kann ich durchaus empfehlen. Nie gelesen.
Und da handelt es genau um das. Da sind ungefähr so 70-80% der Techniken, die ich von Dr. Peter Theuerl, von Peter damals gehabt habe. Aber es ist ein extrem gutes Buch. Also das kann ich jedem blind empfehlen. Lernen zu lernen, Schuster und Metznik. Okay. Und Springer Verlag. Weiß nicht, aber man findet es. Man findet es. Ist echt gut. Und das hat einfach wirklich das Leben geändert. Ja, das war, ohne dem wäre ich jetzt ganz sicher nicht Physio. Es wäre nicht in den Kopf gegangen. Ja. Wie, na, sorry. Was wärst du jetzt, wenn du kein Physio wärst? Ah, sehr gut. Das Lustige war ja, Wolfgang, sollen wir raten? Wolfgang, was wäre er, wenn er kein Physio wäre? Ich weiß. Roman würde in der Kneipe in der Bar arbeiten. Okay, weißt du, was ich gesagt hätte? Ich hätte gesagt, Animateur im Robinson-Club an der Bar. Könnte man kurz vorstellen. Ja, ne? Das ist dann irgendeine Spelunke in der Wiener Altstadt, wo er mit einem Hawaii-Hemd in der Live-Musik, Schlager und geht schon. Grundsätzlich, der Tagesrhythmus ist, morgens um 7 ins Bett gehen, mittags um 4 aufstehen. Solange sie Leber aushält. Schlagermusik ist im Endeffekt alles gleich, nur kein Trainingsraum und andere Arbeitszeiten. Ja, genau. Was wärst du geworden? Also das ist definitiv, wäre eine Idee, aber ich glaube, das wäre mir zu wenig vom Anspruch her. Das war von den Leuten halt cool. Wie ich aufgehört habe mit der Büromaschinenmechaniker-Geschichte, war es so, dass ich schon aufgenommen war für die Krankenpflegeschule. Und das steht im Buch drin und es war 1:1 so, wie es da drinnen steht. Ich bin mit 15.000 Schilling Richtung Reisebüro gegangen und 50 Meter vor dem Reisebüro kommt ein Freund über die Straße gelaufen. Nein, das ist meine Geschichte. Der Krankenpfleger war, wo ich Zivildiener war. So bin ich zur Krankenpflege gekommen. Und ich sage so, jetzt sehen wir in einem Jahr, fange ich an mit der Krankenpflegeschule, dann sind wir Kollegen und der sagt, mach das ja nicht. Und ich sage, wieso nicht? Du bist Physiotherapeut. So, ich erkläre mir das. Sagt, ich habe keine Zeit, ich muss zum Bahnhof. Und ich bin mit 15.000 Schilling im Sack 50 Meter vom Reisebüro gewesen und bin dann nicht ins Reisebüro, sondern eben in die Volkshochschule Stöbergasse, kurz vor Ende vom Büro. Und habe mich angemeldet für alle Kurse. Und am nächsten Tag, ich schwöre es euch, am nächsten Tag hat das Semester angefangen. Nee. Am nächsten Tag, ich bin hin und der hat gesagt, ja, jeder Kurs kostet 1.000 Schilling und die Einschreibegebühr ist auch 1.000 Schilling. Und ich sage, bitte. Warum hast du 6.000 Schilling da? Sag ich, 15.000 da, ich wollte gerade um die Welt fliegen. So all around the world Ticket. Ja, ja. Ne? Dann wirst du wirklich, sag ich, ja, wir haben jetzt dazu entschlossen, genau jetzt. Und er hat gesagt, pass auf, kommst du morgen in der Früh, wenn du wirklich noch willst, dann machen wir die Anmeldung fertig und wenn nicht, dann gebe ich dir das Geld zurück. Sag ich, das war sie, passt. Nächsten Tag bin ich gekommen, habe einen Kaffee gekriegt, weil das war natürlich schon Gesprächsthema im Büro. Und um 9:30 hat Deutsch als erstes Thema angefangen. Genau am nächsten Tag. Ich habe nämlich vorhin noch gerechnet, du bist 48, also 24 mal 2, hast dann erzählt, genau seit 21 Jahren machst du das und da habe ich zurückgerechnet vorhin schon und habe gesagt, du bist mit 27 hast du angefangen. Was war so die Zeit dazwischen? Also, ich habe ein bisschen länger die Grundschule besucht. Ja. Bei mir war es genauso. Meine Eltern sind mir auf den Sack gegangen und haben gesagt, was machst du nach dem Abi? Ich hatte keine Ahnung, ich glaube, dass es jedem oder vielen jungen Menschen so geht. Und dann habe ich einen Kumpel in der Schule gefragt und gesagt, sag mal, Erik, was machst du eigentlich nach dem Abi? Sagt er, ich mache Physio. Ich dachte, top, mache ich mit. So was bei mir. Das war nicht meine tiefgreifende Passion, aber dann, weil ich so viel Sportverletzungen hatte und immer sehr positive Erfahrungen damit hatte. Wobei, im Nachhinein muss ich sagen, ich bin wirklich froh, dass das meine Basis war, weil jetzt weiß ich auch, was ich nicht machen möchte. Ich habe ein Jahr bei Lufthansa gearbeitet und weiß es auch. 8 Jahre was gemacht, was... Also ich sage, ja, ich bin Schreibmaschinenmechaniker und das ist ein bisschen so vom Buch, da gibt es öfter dieses Twixie Blend, das sind die schmutzigen Buchstaben von der Schreibmaschine. Das ist so mein, für mich persönlich, das wird jeden Leser vollkommen wurscht sein, aber für mich ist das, da komme ich her. Das war ein 8 Jahre Job, was mich nie interessiert hat. Das einzige Animo, was ich gehabt habe bei dem Job, war schnell fertig zu werden, dass ich mehr Sport machen kann. Ja. Weil ich früher halt Radfahrer war und Radrennen gefahren bin und solche Geschichten. Da brauchst du viel Zeit. Weil Radfahren braucht mehr Zeit, als ins Fitnesscenter gehen. Da bist du mit 3, 4, 5, 6, 7 Stunden auch unter der Woche am Rad gesessen. Ne? Und das war der einzige Animo, was ich gehabt habe für den Beruf als Büromaschinenmechaniker. Das hat mich nicht interessiert. Ja? Und wenn du das 8 Jahre machst, dann weißt du genau, da will ich nicht mehr hin. Ne? Hast du, also 100%, ich glaube, was uns alle drei verbindet, ist die Leidenschaft und das große Glück, etwas zu tun, das uns Spaß macht. Hast du noch einen Punkt? Sonst würde ich ihn jetzt einfach die ganze Zeit mit Therapie voll quatschen. Mach weiter.
Ja. Ist der Einkaufszettel schon fertig? Nein, ich habe noch zwei Punkte. Ja, bitte. Bei einem kurzen Punkt. Und zwar haben wir einen Hörer des Podcasts, der ein Kunde von mir ist, dessen Sohn Basketball spielt. Und dadurch, dass er natürlich Roman einen Background in einem Basketball hat, kam die Frage an Thomas. Und zwar, gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst für den Fall, dass jemand Technik und Taktik für Basketball lernen möchte? Nein, kein Buch. Okay, was ist der einfachste Weg, wenn quasi der Vater ein bisschen Info möchte, so was kann ich meinem Sohn weitergeben, dass er Basketball spielen besser lernt? Also das Beste ist einfach wirklich zu gucken, welche Vereine gibt es in der Gegend, welche Vereine gibt es eventuell mit Teilzeitinternaten, Jugendinternaten. Das klingt jetzt so ganz nach einem strikten Regime, ist gar nicht so, sondern es ist eigentlich sehr spielerisch. Es gibt sehr gute Camps, Feriencamps, die wirklich gut sind. Früher gab es diese Nike-Camps, diese Hoop-Camps von Jordan und so. Und einfach spielen, spielen, spielen. Also ich glaube, dass es mit allem so ist. Du musst einfach überdurchschnittlich viel machen. Ich bin jeden Tag bestimmt 5 bis 6 Stunden auf dem Freiplatz gewesen, habe Basketball gespielt. Manchmal bin ich 3 Stunden auf dem Freiplatz, bin mit dem Fahrrad in die Halle, hatte Basketballtraining 2 Stunden, bin mit dem Fahrrad zurück auf dem Freiplatz. Und im Winter haben wir, weil es so kalt war, mit Handschuhen gespielt, also mit Winterhandschuhen. Und da hast du gar kein Gefühl für den Ball. Wenn du die aber auf einmal wieder ausziehst und bist in der Halle, hast du das dreifache Gefühl für den Ball. Und das ist so einfach so ausreizen, so viel spielen, wie du kannst. Ich habe einen Basketball gehabt neben meinem Bett, ich bin morgens aufgestanden, ich habe gedribbelt, ich habe also spielen, spielen, spielen. Genau. Einfach den Ball nehmen und sagen, da gab es mal eine Folge bei den Superkickers, das weiß ich noch, da hatte der kennst du noch die Superkickers vom Fußball? Da hatte er die Aufgabe von irgendeinem Fußballtrainer bekommen, du musst den Ball eine Woche lang jeden Tag mitnehmen, egal wo du hingehst. Also, und immer mit dem Fuß, du darfst ihn nie mit der Hand anfassen. Wenn du mit der Bahn fährst, Ball in die Bahn, also genau. Und wahrscheinlich ist das Beste. Eine Woche den Ball mitnehmen, egal wo du hingehst. Und du gehst halt jedem auf den Sack, aber dein Handling wird danach deutlich besser sein. Cool. Für alle Basketballtrainer, die zuhören, so Zeit, ein Buch über Technik, Taktik und Methoden des Trainings zu schreiben. Es gibt sicherlich Bücher, aber noch kein gutes. Also ich kenne keins. Ich habe auch nie Bücher über Basketball gelesen. Was ist der nächste Punkt? Ich kann euch ein gutes Buch über Physiotherapie empfehlen. Und zwar Schmerz beiseite. Tada! Hast du noch einen Punkt? Machen wir weiter mit der Therapie. Okay. Thema ESG. Der Wolfgang hat auch irgendwann gepostet, du hast ein Meme gemacht. Da haben mir Leute geschrieben, so, Alter, Wolfgang hat ein Meme gemacht. Das war gut. Habe ich nicht selber gemacht. Hast du nicht selber gemacht? okay. Und zwar irgendwie Wolfgang auf einem Lamborghini, da ging es damals um das Kennzeichen Volvo, das fand ich ganz gut. Dann aber die Bildunterschrift kam von dir. Ja, die Bildunterschrift. Ja, da war, so sitze ich da, wenn Romas und Thomas über das ESG unterhalten. Was ist das ESG? Wie viele Probleme macht es? Ja, das ist die Lieblingsfrage für Physios. Kennst du ja die Monika Gruber, die Kabarettistin? Nee. Die kennst du nicht, ihr kennst die Monika Gruber nicht. Eine deutsche Kabarettistin, eine der besten. Nein. Die sagt immer, die hurnsverschissene Politik, oder Political Correctness. Ja. Und genauso könnte man sagen, die hurnsverschissene Geschichte über das ISG. Keine Sau kennt sich aus, keiner weiß, wovon er wirklich redet. Ist es das, ist es irgendwas daneben? Ich bin der Meinung, dass es wirklich genau der eine Punkt ist, das ist es so gut wie nie. Das ist immer ein Zusammenschluss in irgendeiner funktionellen Ding, die ich herausfiltern muss. Dass einer sagt, ich habe jetzt Probleme mit dem ISG. Nein, du hast komplett Probleme. Sei es eine Dysbalance, sei es jetzt was, was der Teufel was. Ja. Aber dass jetzt echt einer kommt und sagt, ja, das mein Gelenkel ist jetzt so statt so und deswegen bin ich windschief oder sonst irgendwas. Windschief ist gut. Da tue ich mir ganz schwer. Ja. Also ich habe jetzt... Es ist einfach immer ein Zusammenschluss aus mehreren Geschichten. Nicht nur strukturell, sondern auch funktionell. Ist es wirklich nur Kraft, Dysbalance, links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Im Zusammenhang mit Mobilität, links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Im Vergleich mit Koordination, links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Das heißt, wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, bitte richt mir das ISG ein, sage ich, ja, und dann? Ja, fertig. Ja. Ändert jetzt nichts an der Dysbalance. Links, rechts, vor, oben, unten, vorne, hinten. Ja. Das heißt, da gilt es ja da echt, die Ursache zu suchen, so wie immer in der Physiotherapie, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist so ein bisschen ein Modebegriff geworden. Aber Atlas-Therapie also, vielleicht? Nach Schlümpfli? Ja. Kennst du Atlas-Therapie? Klar, nach Schlümpfli. Die sind ganz super. Ja. Also ist einmal ein Patient gekommen und sagt, ja, er war beim Schlümpfli.
Ja, dann sage ich, wer ist der Schlümpfliche? Der, ja, der macht Atlas-Therapie, der hat da irgendein Gerät und da schießt er da hinten rein. Und wie schaut das aus? Ja, das darf man nicht sehen. Sag ich, was heißt, das darf man nicht sehen? Ja, also zumindest war es in Wien so, der ist dort hingegangen und der hat gesagt, ja, er macht das jetzt von hinten, aber der hat nicht schauen dürfen, wie das drum ausschaut. Sag ich, das ist nicht der Ernst, oder? Dann wird er da angerufen und man dachte, jetzt möchte ich mal schauen, was die da machen. Na, das geht nicht. Also zuschauen geht nicht und das ist die Therapie, da muss man vertrauen und fertig. Das war damals halt schon Schlümpfli, ne? Und dann sage ich, na, irgendwie Ausbildung, also war urdubios. Ja? Und wenn du den Atlas einrichtest, ist der ganze Körper ausgerichtet, ja, wie von Zauberhand. Das ist nämlich eines der größten Missverständnisse der modernen Medizin. Du musst nur den Atlas korrigieren. Dann geht alles, wirklich alles. Alles, einfach alles. Ja. Aber also, das ist auch das große Problem der Therapie und auch des Trainings, dass immer dieses eine neue Zünglein kommt und das neue Produkt und damit kriegst du endlich deine Chinsplints in den Griff und damit kriegst du endlich deine Rückenschmerzen weg. Und es ist so eine Scheiße. Und Acai Fat Burning Kapseln. Ja. Früher immer im Fitnessstudio, da gab es immer so Wasser und dann Sirup. Und dann immer so, habt ihr auch das Sirup mit L-Carnitin? Das verbrennt nämlich Fett. Ja. Also zurück auf das, es gibt nicht eine Lösung für das. Das gibt es definitiv nicht. Was mich noch interessiert ist, wie nimmst du aktuell die Entwicklung der Therapie wahr? Weil wie fange ich an? Ich nehme natürlich eine Entwicklung der Therapie wahr. Sie entwickelt sich in verschiedene Richtungen. Sie entwickelt sich mit sehr großen Strömen in eine Richtung. Ich habe es mir lange Zeit angeguckt. Ich gucke es mir nicht mehr an, weil ich es häufig nicht mehr ertrage und weil man auch immer als Scharlatan und sonst irgendwas dargestellt wird. Haben wir auch schon oft genug drüber geredet. Ich meine, wie viele Leute werden Wolfgang sagen, dass die Fotos gefälscht sind oder dass es gefotoshoppt ist, weil man sich es nicht vorstellen kann. Die Therapie in Deutschland entwickelt sich ganz, ganz, ganz stark in eine Richtung und ohne dich vorher irgendwie in eine Richtung, wie sagt man denn? Weißt du, was ich meine? Zu drängen? Ja, nee. Schublade zu stellen. Ja, zu beeinflussen, ohne dich vorher beeinflussen zu wollen. Deswegen, wie entwickelt sich die Therapie in Österreich? Wie entwickelt sich die Therapie insgesamt? Also was ich halt leider merke, ist, dass halt immer mehr die Evidence-Based-Studienritter auf den Plan kommen, die noch nie irgendwas gemacht haben. Ja, und was jetzt wirklich, wirklich ein Wahnsinn ist, also mit den Social Media, mit Instagram und Facebook, mit 0,0 Erfahrung, mit noch nicht einmal einem Abschluss von irgendwas, werden so Frage-Antwort-Spiele gestaltet, von wo es genau weiß, der hat noch überhaupt keine Ahnung von dem oder sie. Ja. Und ja, weil das ist da die Evidenz und das ist irgendwas. Ja. Und bei den Studien ist so, jede Studie ist so gut wie der es gefälscht hat oder der es in Auftrag gegeben hat, wie viel Geld dahinter ist. Ja, natürlich, aber ist es eine Grundlage. Aber ich muss dich jetzt sehr bitten. Aber ja, ich weiß ja. Aber natürlich gibt es gewisse Studien, die handfest sind und die schon gut sind. Aber es ist einfach ein Wahnsinn, wenn man dann eben, wie wir schon beim letzten Podcast geredet haben, eine Studie zu hinterfragen, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat, um was es überhaupt geht. Oder Beispiel Chiropraktik, die verschrien ist bei den Physiotherapeuten, das kann man sich nicht vorstellen. Alleine wenn du sagst, Chiropraktik, bist du schon ein schlechter Physiotherapeut. Ja. Die haben noch keine Ausbildung gemacht, die haben noch keine Chiropraktik gesehen, die haben noch keine Chiropraktik gefühlt am eigenen Körper. Sehr gut, ja. Und dann, aber das ist eine Pseudowissenschaft. Und ich denke mir, in meinem früheren Leben habe ich noch angefangen zum Diskutieren. Aber das macht keinen Sinn. Ja. Was willst du mit einem Blinden diskutieren über die Farbe an der Mauer? Den habe ich noch nie gehört. Ja. Und in die Richtung geht es. Ja. Also immer mehr Evidenz, auch wieder aus Unsicherheit her. Ganz ehrlich, da haben wir, glaube ich, mal diskutiert darüber. Wenn ich was 20 Jahre mache und 40.000 Mal die Erfahrung habe, dann ist das meine eigene Evidenz. Ja. Und es ist ja nicht so, dass wir da irgendwas machen, ja, sondern wir machen das, weil das einfach unsere Passion ist, weil wir damit Erfolg haben und das auch weiterentwickeln. Ja? Und ich mache kein Spiel daraus 20 Jahre. Ich will ja nicht mehr 20 Jahre die Leute verarschen. Ja? Und das ist halt so der Unterschied, wie die aus Erfahrung reden und dann Studien nehmen zur Untermauerung, Unterstützung, sagen, hat das einen Sinn oder nicht? Und die das reflektieren, auch die eigenen Fehler. Ja? Und die noch überhaupt keine Erfahrung haben und dann sagen, ja, stell mir Fragen, ich gebe dir Antworten dazu und noch nicht einmal ein Diplom haben oder noch nicht einmal 5 Patienten selber gemacht haben in der Freiberuflichkeit oder Trainingspläne geschrieben haben oder sonst irgendwas. Ja. Das heißt, das ist so die Richtung, in die es leider geht und eben die Titelgeierei. Ja, jetzt sind wir halt dann Bachelor-Physios. Zuerst waren wir Physiotherapeuten, dann waren wir diplomierte Physiotherapeuten und jetzt sind wir Bachelor-Physiotherapeuten.
Hauptsache der Titel ist da. Ja. Noch wichtiger als der Titel ist die Follower-Anzahl auf Instagram. Ja, ja, ganz weil richtig. Wenn du 25.000 Follower hast, bist du der bessere Physiotherapeut. Ja. Und das ist tatsächlich, glauben das die Leute. Und das ist echt krass. Ich meine, das ist, wenn du mehr Follower hast, bist du vielleicht der bessere Influencer. Ja. Ja, du bist vielleicht, weiß nicht, lieferst spannenderen Content, aber du bist nicht der bessere Therapeut. Ja. Und das ist beim medizinischen, im medizinischen Bereich, wo es wirklich um Schmerzen oder um Gesundheit geht, ist das fatal. Es ist wirklich fatal. Also wenn sich ein Zahnarzt mehr darum kümmert, Followerzahlen hochzuschrauben, dann als zu behandeln, dann kennt er sich wahrscheinlich irgendwann besser mit Instagram-Funnels aus als mit 10. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, wer zu viel Zeit in Social Media investiert, wir machen es auch, aber alle in einem Rahmen, der, wo wir alle wissen, fürs Business müssten wir es eigentlich verdoppeln oder verdreifachen. Ja. Und was auch ein Ding ist, was ich gemerkt habe an mir, was natürlich angenehm war, sobald du, zumindest ist es in Österreich so, in Deutschland weiß ich nicht, Physiotherapeut von einer Nationalmannschaft bist, bist du besser als ein anderer. Meistens ist es allerdings so, dass die Nationalmannschaft so froh ist, dass sie irgendwem findet, weil du so wenig Geld bis fast nichts kriegst. Ja, wir kriegen 200 Euro am Tag. Okay, stopp. In Deutschland, wir kriegen 150. Oh. Ja. Ja, bist nicht gescheit. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt da bin, also ich war 7 Jahre beim Badminton-Team, weil das einfach meine Freunde waren. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, Top-Spieler zuzusehen. Und das war eine Hobbygeschichte. Und das sind heute noch Freunde von mir. Das war einfach eine wunderschöne Zeit. Ja? Aber wegen der Kohle habe ich das nicht gemacht. Danke, geht mir das, ganz genauso. Und das war damals, war 100 Euro am Tag. 100 Euro am Tag, für das, dass du 24 Stunden unterwegs bist. Und ich kann mich noch erinnern, da waren wir in Eindhoven noch. Und um 3 in der Früh ist dann ein Spieler gekommen und weil er, weiß nicht, irgendwo die Zechen angehört hat, kann ich morgen spielen und hin und her. Und ich, Alter, was willst du von mir? Das heißt, du bist 24 Stunden verfügbar für 100 Euro. Das ist wirklich so. Also ich habe damals die... Das machst du nicht wegen einem Geld. Und du bist aber auch kein besserer Physiotherapeut deswegen. Ich habe damals die... Ich finde, dass es für die Reputation wichtig ist, ansonsten für gar nichts. Ja. Ich habe damals die Speedskating-Nationalmannschaft übernommen mit Felix. Das waren auch Freunde von mir, über ihn die ganze Nationalmannschaft kennengelernt. Alle wunderbare Menschen, ambitionierte Sportler, die auf höchstem Niveau trainieren und performen. Mhm. Also als sportaffiner Mensch Weltklasse. Ja. Aber fürs Geld... machst du es nicht. Und ich habe mit Felix die Welt bereist und bin da sehr dankbar für, habe tolle Eindrücke bekommen, habe tolle Therapeuten kennengelernt darüber, international. Also es ist alles rundherum, aber nicht die Kohle. Aber das Geld ist es nicht. Und ich kann jedem nur davon abraten, den DOSB-Physio zu machen, der 2.500 Euro kostet und dann schicken sie dich irgendwo hin und dann stehst du da irgendwo bei Olympia und dann verdienst du 100 Euro am Tag. Und also, da werden die guten, es ist ja schon bei Vereinsphysios so, die besten Physiotherapeuten, also no offense, aber der beste Physiotherapeut von Wien, ich sage jetzt mit Absicht kein Bundesligisten, der beste Physiotherapeut von Wien wird nicht bei Rapid Wien stehen, sondern der beste Physiotherapeut von Wien wird wahrscheinlich seine eigene Praxis haben und wird da sein Geld verdienen und trotzdem die Spieler von Rapid Wien betreuen. Ne? Genau, so nebenbei. Und zum Beispiel, also aus einem Tag Weltmeisterschaftsbetreuung Handballnationalteam in Stockholm, Schweden. Um 22 Uhr waren die Spiele. Um 23 ist das circa aus. Um 24 kommst du aus der Halle raus. Um 1 Uhr in der Nacht war dann Essen. Also Nachtessen, Abendessen. Und angefangen habe ich um 1.30 Uhr nachts zum Therapieren. Kann eh keiner schlafen. Nach einem Weltmeisterschaftsspiel schläft keiner die halbe Nacht. Ja. Bis um 3, 4, 5 in der Früh. So, und um 7 ist der Erste schon wieder gekommen und hat gesagt, mir zwickt der linke kleine Zehen. Dann in die Halle, Vormittagstraining und. Und das einen Monat lang mit Vorbereitung. Für 100 Euro am Tag. Und das Problem ist ja, die nutzen dich auch ein Stück weit zur Freizeitgestaltung, weil die kommen da an. Das letzte Mal, als ich unterwegs war, war Weltmeisterschaft in Barcelona, auch in Nanjing oder Taiwan. Dann Nanjing, Taiwan ist noch ein besseres Beispiel. Da kommt im Fernsehen nichts, was zu sehen. Internet, China, häufig alle Inhalte westlicher Zeit geblockt. VPN-Server funktioniert nicht so. Da bist du schon relativ, also da musst du dich schon entertainen. So, und dann kommen sie gerne zu dir und sagen dann so, ja, kannst du mal bitte die Beine lockern? Oder kannst du mal bitte den Rücken lockern? Ich habe bei der letzten Nationalmannschaft, und das soll jetzt nicht arrogant rüberkommen, habe ich gesagt so, bin ich hin und habe gesagt so, jetzt passt mal auf. Also da waren die Nachwuchsathleten, die jungen Athleten. Und die sind auch häufig nervös vor einem Wettkampf und dann brauchen die einfach nur ein bisschen was. Dann habe ich gesagt, wenn jemand Schmerzen hat, dann kann er 24 Stunden zu mir kommen und da bestehe ich auch drauf, dass er mich nachts weckt und sagt, ich habe Schmerzen hier und da und dann bekommt er meine volle Aufmerksamkeit.
aber kommt nicht auf die Idee, abends um 10 Uhr, weil ihr euch langweilig ist, zu kommen und sagen, kannst du mal den Rücken lockern. Wenn das irgendjemand macht, den schmeiße ich aus dem Zimmer raus. Weil die kommen dann und sagen so, ja, kannst du mal, die Beine fühlen sich so, die wollen einfach nur massiert werden. Und denken so, ja, also wir sind bei der Nationalmannschaft, du bist der Physio, ich habe den Anspruch, dass du mich massierst. Mhm. Und die nutzen dich 24 Stunden. Und ich habe auch gesagt, wenn das nicht funktioniert hätte, ich hätte mir in Barcelona, hätte ich in Barcelona gekündigt, hätte mir ein Hotel genommen, hätte Urlaub gemacht. Weil die 100 Euro am Tag, die hätte ich mir ausgeben können. Aber zurück aufs Thema, es ist halt so, nur weil du jetzt Physiotherapeut von einem Nationalteam bist, ist gut für die Reputation. Man lernt natürlich dazu, aber es heißt nicht, dass du ein guter Physio bist. Also was oft dann verwechselt wird. Ja. Natürlich wirst du auch stressresistent in der Arbeit, wenn du mal in das Feld reinrennen musst und halt währenddessen dann, und da schauen da ein paar tausend Leute zu und du musst eine Therapie machen. Das ist schon ein eigenes Ding, was auch wieder cool ist. Ja. Also da lernt man mehr, als dass man wirklich sagen kann, du bist jetzt wirklich gut, nur weil du dort bist. Ja. Aber ja, wie gesagt, die Richtung geht halt für mich jetzt nicht in die Richtung der Praxis, sondern mehr in die Theorie. Und das ist einfach irrsinnig schade. Liegt aber auch viel an der Ausbildung. Ja. Wie ist es mit dem Training, Wolfgang? Wie entwickelt sich Training? Exakt der gleiche Punkt. Aber ich finde, im Training lässt sich es doch gar nicht so evidenztechnisch streiten, oder? Am Ende vom Tag ist da die Evidenz, die Ergebnisse, die du produzierst. Würde ich nämlich auch sagen. Also da, aber gut, das ist auch das Argument von uns in der Therapie. Ja, am Ende vom Tag darauf, und auch diejenigen, die das Ganze beobachten, die dann welchen drin sind, der eine früher oder andere später, kommt drauf, dass manche einfach nur reden, ohne wirklich viel Ahnung zu haben und sich hinter Studien verstecken oder eben dann möglichst unterhaltend irgendwas auf den Podest heben oder niedermachen, ohne dass da tatsächlich Background da ist. Also gerade in diesem Trainingsbereich, wie viel von denen, die auf Instagram ihre oder sonstige Social Media ihre Trainingskompetenz zur Schau stellen, haben tatsächlich Erfahrung als Trainer. Und das Verrückte ist, Oder als Athlet. Ne? Ja. Und Trainer würde ich da nochmal deutlich höher bewerten als Athlet, wenn du Trainingsinfos weitergibst, die andere besser machen sollen. Und es ist ein verdammt hoher Prozentsatz. Ne? Keine Anamnese gemacht, aber ich sage, über 90% aller, die auf Instagram eine Kompetenz sind, was Trainingsinhalte, Programmdesign, Übungsausführung angeht, haben einen sehr geringen bis keinen Background von Coaching von tatsächlichen Personen und Athleten im Alltag. Aber was, wenn die einen dicken Arm und einen Sixpack haben, Wolfgang? Aber das haben sie ja meistens auch nicht. Das haben sie ja meistens auch nicht, sondern sind die, die imstande sind, oder die, das ist eine Mischung aus, ich bin imstande, Dinge in Form von Worten, das heißt, ich mache Posts in Form von Videos, das heißt, ich mache Videos, so zu formulieren, dass sie greifbar sind, und habe dann on top auch noch die Muße. Weil du hast vorher gesagt, jeder von uns hier drin weiß, wenn er Business mehr nutzt über Social Media, müsste er dreimal so viel Zeit investieren. Und wir alle drei haben genickt. Und trotzdem macht es keiner von uns. Warum? Weil keiner von uns Bock hat, mehrere Stunden am Tag Social Media zu machen. Also ich habe gestern am Seminar habe ich gesagt, ich warte auf den Tag, wo ich komplett Social Media cutte, wo ich auch, mir macht der Podcast Spaß, aber wo ich vielleicht irgendwann mich komplett zurückziehe und sage, ich brauche es nicht mehr, ich mache meine Seminare, ich habe genügend, ich habe einen Namen, genügend Leute waren bei mir, haben gesehen, dass es gut ist, genügend Leute haben meine Seminare besucht, dass sie es weiterempfehlen und irgendwann läuft das und dann freue ich mich auf den Tag, wo ich mich komplett zurückziehe und sage und schließe mich zurück ein. Ja. Es gibt halt auch viele Trittbrettfahrer oder manche Leute, wo ich es nicht verstehe. Polyquin kennt man und der hat den Boso, den Halbkreisball, den hat er zerlegt in 1000 Einzelteile mit ich weiß nicht wie viel Posts und einer Abhandlung, warum Krafttraining am Boso sinnlos ist. Ja, er ist eh sinnlos, dafür ist er nicht gebaut worden. Ja. Und das habe ich mir halt dann durchgelesen und gedacht, warum schreibt er diesen Scheiß? Das ist ja komplett wertlos, was er da macht. Aber noch ärger als sein Post, noch verwerflicher, waren die Kommentare dazu. Ja, genau, so ein Scheiß und dieses Drum unnötig erfunden und bla und da hat man mit der Langhantel drauf nichts verloren. Da sind wir wieder beim Tape und warum? Wie mit der Studie zu der Massage, wo man herausgefunden hat, dass Massage keinen positiven Effekt auf Kraftzuwachs und auf Maximalkraft und Sprintleistung hat. Dann waren die Kommentare darunter, irgendwelche Leute verlinkt, so @melanie63, siehst du, deswegen massieren wir hier schon ganz lange nicht mehr. So. Ja, genau das ist halt das Problem. Ja, und das ist es eben und ich halte mich da immer wieder zurück. Ich habe jetzt eine neue Lösung für mich gefunden. Ah ja. Und zwar, ich schreibe einen Kommentar
Und lösche aber wieder. Was für angenehm, das ist super. Es hat genau jetzt in der letzten Woche, weil es wirklich genau den Punkt trifft und wo ich mir echt gedacht habe, das darf ja nicht wahr sein. Soll ich es neutral sagen? Na, wurscht. Der erfolgreichste Tennisspieler gerade in Österreich macht einen Post, weil er sich vom Physiotherapeuten getrennt hat und schreibt rein, ja, die Kommunikation war nicht so gut, ich hätte es vielleicht nicht gleich in Social Media machen sollen und hätte ihm anrufen sollen, aber da ist ein Fehler passiert mit seiner Hand, jetzt weiß man eh schon, wer es ist, ja, und es hat ihm halt gestört, weil es waren zwei andere Tennisspieler, die haben die gleiche Verletzung gehabt, der eine sogar eine schlimmere Verletzung und der ist früher wieder aufs Feld zurückgegangen. Und ich mir dachte, Entschuldigung, du Eierbär, jeder Mensch ist anders, ja, jeder Mensch hat ein anderes Verletzungsmuster. Aber wenn er doch die gleiche Verletzung hatte. Ja, wenn er doch die gleiche, und die eine war dann ja, noch weißt, ärger. Ja. Ich sage, es gibt dann, nicht die gleiche Verletzung. Dann denke ich mir, Alter, du bist jetzt Nummer 1 in Österreich und checkst noch immer nicht, nachdem du sogar einen eigenen Physiotherapeuten hattest, dass das nicht so funktioniert, wie du gerade der Welt jetzt da präsentierst und eigentlich den Menschen, der dich jetzt 10, 15 Jahre wohl für Kohle unterstützt hat, niedermachst und zur Sau machst und einfach seinen Ruf ruinierst zu einem Stück weit, ja? Was einfach nicht okay ist. Ja? Zum Sagen, ja, der hat eine schwerere Verletzung, ist früher zurückgekommen, das ist so schwachsinnig, das ist einfach dumm. Das ist keine andere Meinung. Das ist dumm. Das ist einfach nur deppert, sagen wir bei uns. Ja? Der hat sicher 10, 15 Jahre super gearbeitet, weil sonst wäre er nicht 10, 15 Jahre. Und jetzt hat er einen Fehler gemacht. Keiner weiß, ob das wirklich ein Fehler war. Es wird als Fehler tituliert. Vielleicht war einfach der Tennisspieler ein Trottel und hat nicht umgesetzt. Wer weiß es? Das weiß ja keiner. Möchte jetzt nicht eben, ich kann genauso unfair sein ihm gegenüber. Sag ich, du Volltrottel hast sicher nicht das gemacht, was der Therapeut gesagt hat. Kann ich genauso umdrehen, ne? Weil wer sagt denn, dass der Physiotherapeut einen Fehler gemacht hat? Und auf einmal, der hat natürlich eine viel breitere Masse als der Physio, weil der Physio wird dann seine paar hundert Follower haben. Der Team, habe ich jetzt nicht gesagt, hat ein paar tausend. Ja? Und die glauben jetzt alle, die hörig sind, der hat einen Trottelphysio gehabt, die letzten 10 Jahre. Weil bei dem Sportler hat er das funktioniert mit der schwereren Verletzung. Und in die Richtung geht das und das fuckt mich einfach an. Ja? Da denkt man, du Eierbär, über, für das Wort. Über 80% aller Bewertungen online sind fake. Und zwar in beide Richtungen. Hm. Also Beispiel, rein hypothetisch, ich habe dein Buch nicht gelesen, Ich gebe dir 5 Sterne. Ja. Das ist keine reale Bewertung. Ja. Ich gebe sie einfach nur, oh Roman, guter Kerl, ich gebe dir 5 Sterne. Mhm. Genauso aber andersrum, ah, dieser Roman, der redet immer so schlecht über, gebe ich ihm einfach 1 Stern. Ja. Und je mehr man sich mit so Online-Bewertungen auseinandersetzt, und da würde ich jetzt auch einfach mal so einen Post dazu zählen, ja, desto mehr weißt du selber, okay, du sagst schon, du hast den Punkt gemacht, war es tatsächlich dem Physio sein Fehler? Ja. Mein Punkt ist, je mehr es von diesen Online-Bewertungen und Aussagen gibt, desto inflationärer wird das Ganze, desto mehr steigst du dahinter und desto mehr stellst du auch in Frage, okay, inwieweit ist das tatsächlich realistisch? Inwieweit ist es tatsächlich? Ja. Das Problem ist halt, du erwartest ja quasi, dass der Durchschnitt das reflektiert. Und das tut er halt einfach nicht. Sondern der Typ mit der Reichweite sagt, das war scheiße. Dann sagen daraus resultierend 100 Leute reden regelmäßig, hast du mitbekommen mit dem, der hat richtig Scheiße gebaut. Ja. Und dann kommt es auf mich, der unabhängig ist, ist aus ganz verschiedenen Richtungen. Ich habe es vom Profisportler gehört, ich höre es vom Roman. Michael hat auch gesagt, dass das scheiße war. Und dann ergibt es so einen Kreis und du kannst das einordnen, ich denke, wir können das auch einordnen, aber ja, ich warte auch auf den Tag, wo gewisse Therapeuten, denen ich nicht folge, weil ich mich damit nicht mehr auseinandersetze, Social Media technisch deutlich, also riesig werden, warum? Weil sie halt sehr viel Zeit darin investieren und dann öffentlich sagen, der Armbrecht, das ist ein Spinner, ja, und das wird meiner Arbeit auch schaden und da kannst du dich aber nicht gegen wehren. Aber oder sie wird profitieren? Ich glaube, also du brauchst auf keinen Fall darauf antworten. Ja, ich antworte nie darauf. Jonas, und das ist jetzt meine neue Ding. Ich schreibe was und dann lösche ich es. Ich erwische mich herrlich. Dann und denke mir so, ey Thomas, manchmal so, ja dann so, Alter, was willst du jetzt wirklich antworten? Ja, ja, ja. Das ist Spruch, Winners focusing on winning, losers focusing on winners. Und ich konzentriere mich nicht darauf, was die drumherum machen, sondern ich konzentriere mich darauf, meine Arbeit zu standardisieren, besser zu machen, zu lernen, zu gucken, was ist gut, was ist schlecht. Jonas, mein Mitarbeiter, liebe Grüße, der sitzt manchmal noch da und dann komme ich in Pause und sagt, hey, das gibt's ja nicht, hast du gelesen, was der jetzt schon wieder hier? Und ich sage, Jonas, das ist nicht seine Schuld, weil er postet das ist deine Schuld, weil du konsumierst es und reagierst emotional drauf. Er kann nichts dafür, er macht das, was er macht, aber du lässt es überhaupt zu. Also, ja, aber er kann doch nicht, doch, kann er. Also siehst du ja, aber
setz dich einfach nicht damit auseinander. Also das ist vielleicht der große Tipp. Reduziere den Bullshit-Konsum einfach auf das Minimum. Ja, und also das Beste ist blockieren und stornieren. Das ist das Gescheiteste. Wenn irgendeiner was, wo du weißt, jetzt macht keinen Sinn. Ich habe einmal am Anfang, auch das habe ich lernen müssen, eben das, was genau das, was du gesagt hast. Und das war halt, weil es mich halt selber betroffen hat. Da hat es geheißen, ja, die Mannschaft des Jahres, Handball, die haben jetzt im Vorbereitungstrainingslager die tiefe Kniebeuge gelernt und siehe da, seitdem haben sie schlechtere Leistungen und sind in der Liga nirgendwo und haben mehr Verletzte. Okay. Und. Da fällt mir auch eine Geschichte ein. Mach du mal zuerst, ich raste gleich aus. Und ich schaue mir das an und denke mir, das ist meine Mannschaft. Ich bin der Physiotherapeut, ich habe mit denen über die Kniebeuge gelernt, aber der war bei keinem einzigen Training dabei. Die Liga hat noch gar nicht bekommen und wir haben keinen einzigen Verletzten. Und denke mir, habe ich jetzt in den letzten 3 Tagen irgendwas nicht mitgekriegt? Habe mir die Arbeit gemacht, habe den Manager angerufen, habe den Trainer angerufen, habe den Kapitän angerufen, den Spielervertreter und den, der den kennt, was da mit den Verlinkungen. Ne? Und alle haben gesagt, na, so ein Blödsinn, kompletter Schwachsinn, das war super, dass wir das gemacht haben. So, jetzt schreibe ich ihm an und sage, woher kommt das? Warum machst du das? Ne? Ja, man kann ja andere Meinungen haben. Sag ich, das ist ja eine Lüge, das ist keine andere Meinung. Und habe mich mit dem zweiten und sage, nimm das einfach raus, das Post, das stimmt einfach nicht, das ist einfach eine Lüge. Ja? Nein, macht er nicht. Sag ich, okay, gut, dann habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, bevor ich mich jetzt aufrege, bin ich aus der Gruppe ausgestiegen, blockiert, storniert, alles weg und seitdem lebe ich. Aber selbst wenn du ihm sagst, pass auf, du hast gelogen, hundertprozentig, es ist den Leuten wurscht, damit es macht keinen Sinn, die Diskussionen zu führen. Ich hatte eine Patientin, Knieschmerzen. So, junges Mädchen, 14, 15 Jahre, ganz lieb. Knieschmerzen war schon überall. So fängt immer jeder meine Geschichte an. War aber wirklich überall, hat nichts gebracht, kam zu mir, sollte operiert werden an beiden Knien. Junges Mädchen, kein struktureller Schaden. Okay. Ich behandelt, 2 Behandlungen, schmerzfrei. So. Dann kamen sie immer wieder, ich auch geguckt und ich so, war eine Speedskaterin, kann Speedskaten, schmerzfrei, gar keine Probleme, aber manchmal wird im Training verlangt, dass sie joggen gehen. Und beim Joggen gehen kriegen sie krasse Knieschmerzen. So, dann war aber so ein Reizzustand im Knie, dass sie auch beim Speedskaten Knieschmerzen bekommen haben. Ich das, wie gesagt, behandelt, Speedskaten, wunderbar, alles schmerzfrei, alle sehr glücklich, keine OP im Raum. Beim Joggen hat sie aber Knieschmerzen. Ich geguckt, Sprunggelenk, völlig unbeweglich. Ich, schön Übungen von Wolfgang mit angeleitet, und tiefe Kniebeugen. So, tiefe Kniebeugen, Sprunggelenksmobilität. Und dann auf einmal, alles war gut. Nach, ich glaube, 2 Monaten kommt sie wieder und dann kommt die Mutter. Und wenn die das jetzt hört, dann liebe Grüße, uns ist mir aber jetzt auch wirklich egal. Sagt sie, ja, durch deine Übungen sind die Knieschmerzen wieder gekommen. Nee, durch deine Übungen hat sie Knieschmerzen bekommen. Okay, jetzt sind wir ganz ruhig. Ja, sie hat die Übungen gemacht, die du gesagt hast, jetzt hat sie Knieschmerzen. Ganz ruhig. Sie haben schon mit Knieschmerzen her, da kannte ich sie noch nicht, da hat sie meine Übung nicht gemacht, da hatte sie die Knieschmerzen schon. Ja. So. Was hat sie denn gemacht? Ja, war sie joggen? Nein, sie war nicht joggen. Okay. Nee, war sie joggen im Training? Nein, war sie nicht. Bisschen mit der Mutter geredet, während ich behandelt habe. Ja, sie machen gerade Leichtathletik in der Schule. Ah. Ja, da joggen sie. Ah. Da sprinten sie. Ah, sie sprinten. Also ich habe gesagt, joggen ist nicht gut, weil Sprunglängsbeweglichkeit schlecht, Knie hält das nicht aus und du lässt sie sprinten. Ja, hast du gesagt, nicht joggen. Ja, hast du gesagt, nicht joggen im Training. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen Joggen im Training mit Turnschuhen und Joggen in der Schule mit Turnschuhen und Sprinten? Und das ist so logisch, aber die Mutter sieht es nicht und gibt mir die Schuld und sagt, du hast es schlecht gemacht. Und deswegen habe ich mir geschworen, das Mädchen ist ganz lieb. Ja. Das nächste Mal, wenn sie kommt, werde ich der Mutter sagen, bitte Wartezimmer Platz nehmen. Kein Eingang mehr für dich, weil ich pack's emotional nicht. Da kamen Sachen wie, wirklich, soll sie eine Bandage tragen fürs Knie? Nein, soll sie nicht. Warum nicht? Weil es nichts bringt. Eine Mutter von ihrer Freundin sagt einfach, dass sie eine Bandage tragen soll. Sag ich, was arbeitet denn die Mutter denn? Ja, wie, was arbeitet die? Was macht denn die Mutter beruflich? Ja, sie ist Hausfrau. Ah, sie ist Hausfrau. Warum sollen wir denn auf diese Empfehlung hören? Ja, ihre Tochter hat auch die Bandage. Hat ihre Tochter Knieschmerzen? Ja. Ihre Tochter hat Knieschmerzen, trägt die Bandage, hat immer noch Knieschmerzen. So, aber mit dieser, aber so weit brauchst du ja gar nicht gehen. Ja, aber das mit dieser Nonsenslogik schlage ich mich dann da manchmal rum. Ja. Ihr kriegt mich richtig auf, Leute. Wir machen gleich hier Schluss und entweder besser kommt hier diese Pokeball mit doppelt Lachs, Wolf, ansonsten zerlege ich hier alles. Ich habe Lachs und Thunfisch. Ja. Schreibt doch mal bitte dem Roman, ob man Lachs und Thunfisch einfach so mischen kann. Oh, ich habe ein fantastisches neues Restaurant Darmstadt. Sollte man nicht meinen, dass ich noch neue Restaurants in Darmstadt entdecke, Wolfgang? Wenn du das nächste Mal kommst und du dir deine Gratisbehandlung absahnst,
Magst du Griechisch? Gerne. Magst Wenn's du Griechisch? Gut ist. Eher Französisch. Also, ich habe noch zwei Fragen hier zum Interieur. Wir sitzen gerade bei Wolfgang in der Praxis, im Studio. Du hast ein original signiertes Bild von Ronnie Coleman. Ja. Was hat es damit auf sich? Oh, ich war ein großer Fan, nicht weil ich mit ihm gearbeitet habe. Ich war auch ein großer Fan. Ja, ich war ein großer Fan und dann habe ich ihn auf der FIBO kennengelernt und dann habe ich mich da in die Reihe gestellt und habe mir so eine Foto inklusive Signatur geholt. Und zwar sogar das letzte. Ich wollte unbedingt dieses Foto. Genau das, schwarz-weiß. Und es war das letzte, das er noch hatte von diesem Foto. Geil. Da habe ich mich sehr gefreut. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Warum steht hier so ein kleines Modell von einem Flugzeug, von einem Lufthansa-Flugzeug hier? Ein Kunde von mir Pilot ist und mir dieses Flugzeugmodell mitgebracht hat. Ja, nein, sehr gut. Sehr gut. So einfach. Haben wir ja alles geklärt, würde ich sagen, wa? Wir haben in der letzten Folge, letzte Woche, nicht die Hamza-Frag-Frage gemacht. An Roman. Deswegen, die Hamza fragt, wir haben so ein Segment. Hamza fragt, wo Hamza eine Frage stellt, an Thomas. Aber wer ist Hamza? Ja. Hamza ist der junge Mann, den du vorher kennengelernt hast. Der hier rumläuft. Ah, ja. Ah, okay, der ist Hamza. Ein Logistikmanager. Ja, ja. Echt, der ist wirklich Hamza? Das ist wirklich Hamza. Scheiße. Okay. Wollt ihr Hamza heißen? Okay, Hamza. Hamza fragt, an der Jeans, hast du hinten zwei Taschen und vorne zwei Taschen? Mhm. Und vorne in einer von den großen Taschen ist immer noch so eine kleine Tasche drin. Was ist der Zweck dieser kleinen Tasche? Ja, weiß ich ja. Wie gesagt? Na, Münzen. Ja, richtig, Klingel. Ja, das ist ja ganz schlecht. Ja, ist nämlich Gummis. Falsch. Nein, das ist nämlich falsch. Gummis, Präservative. Nee, das ist nämlich falsch. Also, weil, nicht. Warte, lass mich nachdenken. Schlüssel. Nein, falsch. Ich wusste es mal. Telefonnummern von der Kellnerin, die man angebraten hat. Ich wusste es mal. Angebraten ist auch alles. Kellnerin angebraten. Ich habe die Kellnerin umgebraten und dann habe ich sie weggeknöchelt. Die Tasche gibt es, die zusätzliche Tasche gibt es seit Tag 1, als Levi Strauss die erste Jeans auf den Markt gebracht hat. Boah, ich raste gleich aus. Ich habe schon mal. Das ist so ein. Weißt du, was das Problem ist? Dass der Hamza, der bringt hier so Galileo-Wissen mit. So, das ist so ein richtig typisches Galileo-Wissen. Wenn du es mir jetzt sagst, raste ich gleich aus, sag. Damals gab es noch Taschenuhren. Ah. Und um diese Kette zu vermeiden, gibt es quasi keine Kette mehr für die Taschenuhr, sondern die Taschenuhr kommt direkt in die kleine Tasche vorne in der großen Tasche. Also ganz sicher Präservative. Also ganz sicher Präservative. Ja. Vielleicht sollte einfach Thomas, so wie in der letzten Folge mit dem Boxring, jetzt während der Folge googeln. Verstehe ich nicht? Ich habe es akustisch verstanden, aber ich verstehe es inhaltlich nicht. Ja. Okay. Ich schon gar nicht. Also, bin auch wieder was gelernt. Ja, das stimmt. Endlich mal. Ja, wenn Folge. Stimmt. Wenn stimmt. Ich also. Ja, Roman. Ich dachte, wir machen noch ein lustiges Spiel zum Abschluss. Ja, cool. Ein Spiel. Also das letzte Mal. Ein Spiel. Ein Spiel. Mit Roman. Mit mir. Soll ich jetzt ein Spiel aus dem Ärmel zaubern? Nee, ich habe ein Spiel vorbereitet. Oh. Mein letzter Punkt auf der Liste. Zum Abschluss. Weißt du? Ganz kurz bei YouTube. Das ist die Liste. Hier hinten steht noch irgendwie Omega-3 und irgendwas. Ja. Was ist denn das für eine Liste? Der Wolfgang hat so eine richtige, warte ganz kurz, Wolfgang hat so eine richtige Zettelwirtschaft. Gibt es das den Begriff bei euch? Ja, Zettelwirtschaft? Zettelwirtschaft. So, eigentlich haben alte Männer das, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und die an ihrem Schreibtisch sitzen mit so einer Lupe, die haben richtig Zettelwirtschaft. Wolfgang hat richtig Themen mit Zettelwirtschaft, hier ist überall Zettelwirtschaft. Checklisten sind sehr gut für Dopamin. Denn jedes Mal, wenn du was von einer To-Do-Liste runterstreichst, schüttet das Dopamin aus, weil dein Hirn als Erfolg wertet. Okay. Letztes Mal, als Sven da war, habe ich so ein bisschen Thomas-Funktion des Spieleerfinders übernommen. Mhm. Und folgendes Spiel ist, ich sage einen Begriff und du sagst das Erste, was dir in den Sinn kommt. Okay. Oh, darf ich da mitspielen? Ihr dürft beide mitspielen. Mhm. Ja. Impingement-Syndrom. Schulter. Glaube ich erstmal nicht. Bitte auch sagen. BWS. Sympathikus. Rippen. Rückenschmerzen. Alle. Nach Liebschand Bracht. Oh! Ja. Komm jetzt. Hüftburger-Vergürzung. Wir sollten die Antworten scoren. Ja? Aber okay. Mein nächster Punkt, Hüftbeuger. Ist das eine Antwort? Wir lassen es zählen. Verkürzung. Patella-Spitzensyndrom.
leicht zu therapieren. Sehr leicht zu therapieren. Und der letzte Punkt, Sprunggelenksmobilität. Wichtig. Underrated. Das ist sehr schön auf Englisch. Na, important. 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 Ja. Andersrum. Ja. Die Sprunggelenksbeweglichkeit ist ein riesiges Thema. Mhm. Das weiß jeder, aber wie wichtig es ist, das merkt man erst, wenn man es selber hat. Ich war brutal unbeweglich, bin ein Stück weit auch durch Wolfgang und durch meine Freundin, die auch Seminare bei Wolfgang besucht hat, noch mehr darauf getriggert. Die ist viel besser geworden bei mir und mein gesamtes Gangbild hat sich verändert. Ich fange jetzt gerade an zu joggen, was damals nie möglich gewesen wäre, weil das Gangbild nicht möglich, also mein Laufbild wäre nicht möglich gewesen mit meiner damaligen Sprunggelenksbeweglichkeit und mache es bei sehr vielen Kunden mit ganz großem Erfolg. Also ich muss wirklich sagen, haben wir das letzte Mal auch nach der Podcastaufnahme nochmal drüber geredet, das ist ein unfassbar wichtiges Feld, dass man immer so sagt, so ja, ist wichtig, aber wird sehr unterschätzt. Yes. Gut. Ich würde sagen, eine runde Folge. Roman, cool. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für euren Besuch. Gerne. Abonniert Roman. Roman, wie findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man dich? Wie kriegt man dich, wenn man jetzt das ISG verklemmt hat? Oder in Wien? Gar nicht. dann bitte Therapie und Training. Roman da Physio. Roman da Physio. Oder einfach Roman Palisic. Ja. Das passt schon. Auf Instagram suchen, folgt ihm, abonniert ihn, liked und subscribed auch gerne in unserem Podcast. Und ja, wir bedanken uns. Bis nächste Woche. Nächste Woche wird es wieder richtig gemütlich, Wolfgang. Ja? Sind wir zwei Schönes alleine. Leben. Sind wir zwei alleine. Ohne Gäste. Ja? War jetzt mal ganz nett. Ja. Aber daheim sind wir noch am Schützen. Bis nächste Woche. Roman Thomas, besten Ciao. Dank. Gute danke, Woche. Danke. Für dich.